Wie Sie es gewohnt sind von mir, meine Damen und Herren, bin ich heute mal wieder fürchterlich bullisch, denn der S&P 500, der steht kurz vor der Marke von 5000 Punkten und die Wall Street würde es lieben, diese Marke zu sehen. Das würde Headlines geben. S&P 500, der Leitindex in den USA, erreicht erstmals die 5000er Marke. Das gäbe Schlagzeilen, dann wären noch mehr Kleinanleger bereit, hier sich in ohnehin überteuerte Tech-Werte einzukaufen. Dementsprechend dürfte die Wall Street ein großes Interesse daran haben, dass diese Marke erreicht wird, zumal hier auch viel Interesse liegt im Optionsbereich. Also da dürfte man versuchen, diese Marke noch zu erreichen. Aber die Frage ist, wie fürchterlich bullisch ist es? Ist die Betonung eher auf fürchterlich oder auf bullisch? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, indem wir uns hier den Chart des S&P 500 anschauen. Wir waren schon knapp vor dieser 5000er Marke. Bloomberg titelt, der S&P 500 ist nahe der historischen 5000er Marke. Ein paar Pünktchen fehlen noch, vielleicht kommen sie heute noch dazu. Das wäre natürlich perfekt, das wäre super bullisch, danach kann es nur weiter nach oben gehen, meine Damen und Herren. Und die Dinge sind so bullisch, dass der größte Bulle der Wall Street langsam skeptisch wird, nämlich Tom Lee von Farnstrad. Der sagt, eine Korrektur ist jetzt sehr wahrscheinlich. Der Markt könne noch ein paar Punkte steigen, aber so wahnsinnig viel Potenzial sieht er nicht mehr. Wir sind jetzt 21% in den letzten 14 Wochen gestiegen und das auf einer Basis, die zumindest ein bisschen zweifelhaft ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, warum diese Basis zweifelhaft ist. Erstens gehen die Märkte nach wie vor davon aus, dass wir mindestens 5 Zinssenkungen sehen. Hier unten sehen Sie das. Ja, eingepreist, da wo die blaue Markierung ist, ist die größte Wahrscheinlichkeit. Also 15 Zinssenkungen sind eingepreist. Jetzt heute Auftritt von Kashkari von der Fed, der allerdings nicht stimmberechtigt ist, aber wahrscheinlich schon den Mainstream der Fed so ein bisschen wiedergibt. Der sagt, ja, es könnten 2 oder vielleicht 3 Zinssenkungen sein und das wird abhängig sein vom Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt war zuletzt zumindest nach offiziellen Daten sehr, sehr stark und man kann sich vorstellen, dass die Biden-Administration jedes Interesse hat, die Arbeitsmarktdaten gut aussehen zu lassen und da hat man ein paar statistische Hebel, sagen wir es einmal so, Geld, die Seasonal Adjustments, die saisonalen Anpassungen, erstens, zweitens das Birth Death Model, wie viele Firmen werden geboren, wie viele sterben und was heißt das für die Arbeitsplätze, ein Schätzwert, wo man dann gerne mal ein bisschen generös schätzen tut. However, also da ist durchaus die Möglichkeit, dass die Daten ein bisschen schöner sind als die Realität und hier sehen wir mal, die Erwartung, die ja jetzt deutlich gefallen ist in Sachen Zinssenkungen, eigentlich hatten die Märkte bis vor kurzem sogar noch 7 Zinssenkungen oder mindestens 6 Zinssenkungen eingepreist. Das ist deutlich nach unten gekommen. Und in diesem Chart sehen wir relativ klar, dass die Zinserwartungen mit dem Kursstand des S&P 500 korrelieren. Jetzt sind die Zinserwartungen nach unten, aber der S&P 500, der steigt immer weiter, ist klar, macht Sinn. Und hier nochmal auch Aussagen von Governor Kugler, die heute ihre erste Rede als Fed-Governor gehalten hat, also ein neues Mitglied innerhalb der Fed. Aber was vielleicht noch bedeutender ist, ist Nick Timiraos, der gesagt hat, also die Fed scheint sich einig zu sein und Nick Timiraos ist der Fed-Flüsterer, der sozusagen die Botschaften der Fed an die Märkte als Journalist senden soll. Die sind einig, dass die Zinsen erstmal so bleiben, wie sie sind. Mit einer vielleicht könnten wir auch die Zinsen senken Agenda. Aber wie gesagt, das wird auf verschiedene Parameter ankommen, unter anderem Arbeitsmarkt, natürlich auch Inflation, aber vielleicht auch das, was derzeit unter der Oberfläche ein bisschen passiert. Wir sehen ja diese massive Verschuldung der US-Amerikaner. Die Kreditkartenschulden jetzt über 1 Billion gestiegen, sind massiv gestiegen in den letzten Quartalen. Und hier sehen wir, dass im Prinzip die Amerikaner den Konsum, der für die Wirtschaft in den USA ja so zentral ist, 70% etwa des BIPs beträgt, dadurch aufrechterhalten, indem sie sich immer stärker verschulden. Sie pumpen sozusagen die Inflation weg durch neue Schulden und konsumieren auf vergleichsweise gleichem Niveau, aber immer mehr kommen da nicht mit. Wir sehen hier schon die Ausfallquoten. Delinquency Rates, Kreditkarten, Autokredite etc. etc., die sind alle jetzt deutlich über dem Niveau,
von vor der Corona-Krise. Deswegen sagte zum Beispiel die Citigroup, also das könnte eine ziemlich unschöne Geschichte werden. Die faktische Wirtschaft ist schwächer, weil irgendwann wirst du diesen Bogen nicht noch weiter spannen können. Zumal ja die Zinsen sehr heftig sind auf Kreditkartenschulden, weit über 20%. Und dann haben wir noch das nette Bankenkrisen. Das ist natürlich auch total bullisch. Im Fokus die New York Community Bank Corp, NYCB. Hier ging es rauf und runter, gestern ja abgestuft auf Junk von Moody's. Dann heute wurde Alessandro Dinello hier als neuer Chief installiert, also praktisch mal eben der Chef ausgetauscht. Der gute Mann, der gute Alessandro hat einen sehr guten Ruf, deswegen erstmal die Aktie nach oben, aber dann die Meldung, dass man versucht, Kredite zu verkaufen, dass man also versucht, irgendwo Kapital herzubekommen. Daraufhin die Aktie wieder nach unten. Sven Hendrik sagt hier zu Recht, damals, früher, also schon sehr lange her, meine Damen und Herren, da war es so, dass wenn wir solche schlechten Nachrichten über Banken hörten, die Märkte abverkauft haben, weil sie gefürchtet haben, da könnte Ansteckung passieren. Heutzutage ist es so, wir kaufen alles rekordhochs, und lassen das Angstbarometer Wichse fallen, weil wir natürlich davon ausgehen, dass dann die nächste Intervention durch die Notenbanken kommt. Und dieser Pavlovsche Reflex, den wir derzeit an den Märkten sehen, führt dann zu solchen Entwicklungen. Also negative Nachrichten sind super. Und hier heute dann wichtig nochmal 19 Uhr. Wenn Sie das Video sehen, ist das schon passiert, sehen wir hier eine Rekordanleihe-Emission für eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 42 Milliarden Dollar. Wenn Sie mal gucken, hier im Zeitraum so 2015 bis 2020 war das in etwa die Hälfte des Volumens, was da emittiert wurde. Und das dürfte die Märkte nochmal bewegen. Wie ist die Nachfrage? Wie ist das? Welche Renditen fordern die Käufer dieser Anlage? Oder diese Anleihe, genauer gesagt, die 10-jährige aktuell wieder bei 4,11%. Now let's come to the stock markets, also zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Heute wieder Morgan Stanley stuft Nvidia nach oben, Kursziel jetzt 750. Warum nicht 7500? Das ist die Frage, die ich Morgan Stanley stellen möchte, denn Nvidia, das Wachstum ist grenzenlos, KI, KI, KI. Und je öfter wir KI sagen und zusammenrufen, umso wahrscheinlicher wird es, dass diese KI dann zu uns kommt, mit uns kommt, uns von innen erleuchtet, meine Damen und Herren. Wer nicht glaubt, dem wird nicht geglaubt. Das ist das Motto, unter dem hier alles steht. Also man haut drauf auf das, was ohnehin schon extrem heiß gelaufen ist. Tech jetzt in Relation zum S&P 500 auf einem neuen Allzeithoch, während Utilities, also Versorger, defensive Werte, auf einem neuen Allzeittief in Relation zum S&P 500 sind, also zum breiten Index. Und hier sehen wir mal, selbst innerhalb des Nasdaq 100, der ja schon die großen Tech-Werte umfasst, hier sehen wir, dass wir zwar neue Allzeithochs hier machen, aber immer weniger Aktien neue Hochs erreichen. Also das nennt man bei Verschwörungstheoretikern eine negative Divergenz, aber das hat natürlich diese Miesmacher, meine Damen und Herren, gell, die, also bei Aktien können immer nur steigen, meine Damen und Herren, und da wollen wir auch nichts anderes hören. Ja, das ist ja klar, dass das anders nicht sein kann, und da gibt es dann solche Schmuddel-Twitter-Accounts wie den Sentiment-Trader, die dann noch von einem Warnsignal sprechen, eben weil die Marktbreite nicht fehlt, während der Index ein neues Allzeithoch erreicht. Aber wie gesagt, glauben Sie diesen Menschen kein Wort. So wie Sie glauben sollten, dass Tesla natürlich das wertvollste Unternehmen der Welt wird und schon längst ist, vielleicht, ja nicht ganz. However, Tesla wird jetzt wahrscheinlich eine Menge Leute entlassen. Man hat das Management schon gefragt, ja, welche Jobs sind denn vielleicht entbehrlich? Liegt an der grandiosen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, meine Damen und Herren. Die ist so grandios, dass Tesla jetzt in China ein einziges Auto verkauft hat, nicht in China, in Südkorea, immerhin ein Land mit weit mehr als 50 Millionen Einwohnern, einen einzigen Tesla im Januar verkauft hat. Ein Punkt, das darf ich verraten, ist, weil die Südkoreaner jetzt gecheckt haben, dass die Autos in China gefertigt werden, nämlich in Shanghai. Und die Koreaner, meine Damen und Herren, das weiß ich aus eigener Anschauung sehr gut, sind jetzt nicht so gut auf die Chinesen zu sprechen und sagen auch, Chinesen, geht die, naja, die essen ja irgendwie ganz schlimme Sachen. Erstens, und zweitens, was die machen, hat keine Qualität. Das ist in Südkorea so ein bisschen Common Sense.
However, also das ist für mich so ein bisschen die Meldung des Tages. Die Nachfrage geht zurück. Das sieht man hier auch in Deutschland, by the way. Der Marktanteil für Elektroautos hat sich halbiert. Hier unten sehen wir mal in dieser Grafik gelb, wenn Sie diese kennen, das ist der Anteil von die Elektroautos. Und der Morgan Stanley jetzt fast mit einer, wie soll man sagen, Litanei. Die Nachfrage nimmt ab, die Suppliers are cutting backlogs. Hier Autovermieter senken ihre Elektrofahrzeuge oder verkaufen diese Elektrofahrzeuge, weil viele Konsumenten wieder auf Verbrenner- oder Hybridfahrzeuge wechseln. Händler werden belohnt, wenn sie sozusagen hier die Elektrofahrzeugflotte nach unten fahren. Es ist fashionable to be an EV bear, also es ist ziemlich en vogue, ein Bär in Sachen Elektrofahrzeuge zu sein. Und hier nochmal eine wichtige Nachricht aus China. Da ist jetzt der Chef der Börsenaufsicht mal eben abgesetzt worden. Und sein Nachfolger hat den wunderbaren Spitznamen der Maklerschlechter, weil damals als 2015 die Märkte crashten in China, er praktisch jene Firmen außer Betrieb genommen hat, die irgendwie mal eine Short-Position hatten. Also da darf man sich nicht wundern, wenn jetzt hier mit eisenharter Hand regiert wird. Alibaba heute mit Zahlen, die doch ziemlich enttäuscht haben. Und obwohl man ein großflächiges Aktienrückkaufprogramm macht, ist die Aktie knapp 6% im Minus. Now let's come to Germany. Kommen wir zu die Germania. Da ist jetzt wohl die Zeit, dass der Strompreis fällt. Erstmal vorbei. Millionen sind betroffen. Strom wird wieder teurer. 82 regionale Versorger erhöhen ihre Strompreise. Und EnBW aus Baden-Württemberg zum Beispiel wird seine Strompreise wieder erhöhen, ebenso der Versorger aus Oldenburg EWE. Also der Trend geht wieder jetzt nach oben und insgesamt der deutsche Strommarkt, da zieht, wie Kapital schreibt, ein perfekter Sturm auf. Warum? Weil Stadtwerke und Industrie eigentlich versucht haben, am Terminmarkt immer Strom einzukaufen. Das kannst du gut absichern, das ist planbar. Der Kassamarkt dagegen ist extrem volatil, das ist für die ein viel größeres Risiko durch die Regulatorien und die Politik der Bundesregierung. Dürfte dieser Kassamarkt allerdings immer weniger liquide werden, austrocknen. Dementsprechend dürfte das Risiko für solche Unternehmen, für Stadtwerke und Konsorten und Industrie immer größer werden, zumal die von der Bundesregierung erhofften Wasserstoffkraftwerke ineffizient und teuer sind, selbst wenn das irgendwann gelingt, auf grünen Wasserstoff umzustellen. Es ist immens teuer, das wird sich nie und nimmer rechnen, das muss dann der Steuerzahler letztendlich bezahlen und der zahlt schon viel. Hier sehen wir mal Verifox, Strompreisvergleich, Deutschland mehr als das Dreifache der Vereinigten Staaten, mehr als oder knapp das Dreifache, mehr als das Dreifache der Strompreise, die in Kanada der Fall sind. In Deutschland, die deutschen Stromkunden zahlen durchschnittlich 174% mehr als der Rest der Welt. Das, meine Damen und Herren, liegt an Putin, ne? Weil der Flatti, der hat das Gas abgedreht, ne? Dann hat er wahrscheinlich ein Dings, wie heißt das da, Nord Stream, hat er auch noch in die Luft sprengt, gell? Das macht man ja nicht, ne? Dass wir mit dem nichts mehr zu tun haben, ist normal, ne? Das ist ja ganz böse. Und der ist so böse, dass jetzt der Tucker Carlson, der in den USA ja sehr bekannt ist, und ein Interview mit Putin geführt hat, von der Europäischen Union wohl sanktioniert wird mit einem Travel Ban, also einem Einreiseverbot. Meine Herren, es ist kein Verbrechen, einen Mann wie Putin zu interviewen, auch wenn man diesen Krieg wirklich mies und dreckig und ja, verbrecherisch findet. Aber es haben andere schon Putin interviewt. Also wir sehen, wie die ganze Geschichte hier zu weit geht. Das ist ein amerikanischer Journalist, den man gut oder schlecht finden kann, aber ich kann nicht solche Sachen machen. Aus meiner Sicht, aber zurück nach Deutschland. Deutschland in der Winterdepression, eine so tiefgreifende Krise habe ich noch nie erlebt, sagen die Analysten der Boston Consulting Group, also die hier sagen, wir sind vor einem tektonischen Umbruch, stehen wir vor, das gilt vor allem für die Chemieindustrie, die auf das Niveau von 1995 zurückfällt. Goodbye Deutschland wird mehr und mehr ein denkbares Szenario, sagte der Leiter der Verbände der chemischen Industrie. Und hier ein, wie ich finde, wunderbarer Kommentar auf Finanzmarktwelt, die Dinge auf den Punkt bringt. Der Kern unserer Wirtschaft ist die energieintensive Industrie, also Chemie, Metall,
Wenn wir diese Vorleistung nicht haben, müssen wir das importieren, dann geht unsere Wettbewerbsfähigkeit flöten, die energieintensiven Unternehmen wandern ab, nämlich dahin, wo es günstig und kalkulationssicher ist. Und dann haben wir, wenn das passiert, keine Basis mehr für Automobilindustrie und Maschinenbau oder verarbeitende Industrie. Und das sind die Grundlagen unserer Exportleistung, die wir ja nach wie vor haben. Zuerst gehen die energieintensiven Betriebe, später folgen die verarbeitenden Betriebe. Oder anders ausgedrückt, wenn es uns nicht gelingt, wieder eine Perspektive zu erlangen, in der verlässliche und günstige Energie bereitgestellt werden kann, werden wir in einigen Jahren keine Energiewende mehr brauchen. Und dann wird das Gejammer bald groß sein und die Schuldzuweisungen, wenn die Steuerbasis anfängt zu wackeln. Das sind Steuereinnahmen, die diese Unternehmen gewährleisten. Das sind Jobs, das sind Dinge, die unseren Sozialstaat finanzieren. Das wird früher oder später ein riesiges Thema. Wir sind sozusagen, das ist ein Unfall in Zeitlupe, der hier in Deutschland passiert, wobei die Zeitlupe sich beschleunigt, hat man das Gefühl. Wir fahren immer klarer auf die Wand zu. Und der Kommentator weiter, Deutschland steht vor der Überlebensfrage. Mit den Problemen, die sich in den letzten 40 Jahren aufgehäuft haben, Energiearmut, Überschuldung, Überalterung, Überrentung, marode Infrastruktur, zu hohe Staatsquote, überbordende Bürokratie, drittklassige Bildung, der Kanon ist lang. Aber meine Damen und Herren, hier rechts sehen Sie ein Zitat von Heinrich Heine: Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber, nämlich wir Deutschen, besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Also, wir träumen ein bisschen vor uns hin. Die Energiewende ist genau das, was Heinrich Heine damals schon antizipiert hat. Wahrscheinlich abschließend, meine Damen und Herren, noch ein paar Empfehlungen. New York Bank Corp, diese Aktie, die jetzt weiter crasht. Warum, wieso, weshalb? Erste Empfehlung, dann die Immobilienkrise schwappt jetzt auch nach Europa über. Und wer hat da wieder seine Aktien drin? Die Deutschen, wie damals schon in der US-Immobilien-Geschichte, die dann gecrasht ist. Finanzkrise, Pfandbriefbank. Zweite Empfehlung, das Ganze ist also nicht nur ein amerikanisches Thema. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, für mich eigentlich die Headline des Tages: Tesla hat in Südkorea ein Auto verkauft. Wow, das ist wirklich spektakulär. Also, diese drei Empfehlungen möchte ich Ihnen mitgeben. Jetzt sage ich Servus, ciao.